Willkommen zurück bei einem weiteren Tutorial von The Long Dark. Heute beschäftigen wir uns mit dem letzten Kleidungsstück, was uns noch fehlt in dieser Tutorial-Reihe, und zwar die Rehlederstiefel. Schauen wir uns die hier gerade mal an der Werkbank an. Das sind diese hier, dafür brauchen wir zweimal getrocknete Rehhaut und viermal getrockneter Darm. 12,5 Stunden Herstellungszeit, was noch in Ordnung ist. Das könnten wir quasi ohne großartig Schlafpausen machen zu müssen herstellen. Ja, wie in den letzten Tutorials schon gesagt, ihr braucht entsprechend eine getrocknete Rehlederhaut, eine Rehhaut. Die bekommt ihr von einem Reh, von einem Hirsch, und den Darm bekommt ihr im Prinzip von allen Tieren. Muss also nicht von einem Reh zwangsläufig sein. Und beide Komponenten müssen halt entsprechend trocknen. Und das macht ihr in geschlossenen Räumen, einem wie diesen hier. Und wir können ja dann mal, den Darm wollte ich eigentlich nicht aufnehmen, sondern Rehhaut aufnehmen und mal schauen. So, der Darm muss 5 Tage lang getrocknet werden und die Rehhaut ebenfalls 5 Tage. So, also legt ihr hier einfach ab, ne, auswählen, ablegen, zack, fertig. Und dann fängt es an zu trocknen. So, da wir das aber natürlich in der Vorbereitung schon gemacht haben, brauche ich hier das einfach nur rauszuholen. Und dann... Achso, wir haben noch zweimal Darm vergessen. Das ist aber auch kein Problem. Haben wir, glaube ich, hier. Jawohl. Und dann machen wir uns mal die Rehlederstiefel. So, die brauchen 12,5 Stunden. Da ich eben gesehen habe, dass wir ein bisschen Durst und Hunger haben, würde ich sagen, machen wir mal nur 8 Stunden erstmal. Also auch hier behaltet euren Kalorienverbrauch im Auge, euren Wasserhaushalt im Auge, eure Müdigkeit im Auge. So, wir sind nämlich schon durstig, Flüssigkeitsmangel. Das war vielleicht doch ein bisschen ambitioniert. Und da muss man einfach sagen, das kann sehr schnell nach hinten losgehen. Wenn man zum Beispiel... Keine Ahnung. Sollte man möglichst mit 100% Zustand so Sachen produzieren. Das ist auf jeden Fall empfehlenswert. So, es ist jetzt gerade ein bisschen dunkel. Das liegt daran, dass Nacht ist. Dann darf man die Laterne rausholen hier. Um es ein bisschen heller zu machen. Perfekt. So, jetzt schauen wir da nochmal. Okay, wir sind ein bisschen müde. Haben noch ein bisschen Hunger. Das ist aber egal. Wir stellen jetzt die... Rehlederstiefel weiter her. 4,5 Stunden, die kriegen wir noch rum. Oh, wir haben vergessen, die Laterne auszumachen. Super, mal wieder. So, weniger als eine Stunde Dunkelheit übrig. Das ist aber in Ordnung. Ich hau mir gerade hier nochmal ein paar Böhnje mit Schweinefleisch rein. Also da kommt man nicht drum rum, zwischendurch zu essen und zu trinken. Und das ist auch wirklich relativ wichtig, das zu machen. So. Und jetzt seht ihr hier schon unsere Rehlederstiefel. Das Schöne bei den Dingern ist, die sind leichter als die Thermostiefel und sind insgesamt auch noch deutlich besser. Nicht doppelt so gut, aber sie sind auf jeden Fall besser. Von daher... anziehen. Und jetzt haben wir mit plus 20 Grad Wärmebonus und plus 13 Grad Windkühlebonus echt ganz gut aufgeholt. Somit, ja, was war die schlimmste Temperatur, die ich draußen mal miterlebt habe? Irgendwas um die minus 40 Grad. Ja, und dann also das ist dann immer noch kalt für uns, aber wir sind schon deutlich besser geschützt. Zudem haben wir natürlich auch noch ein paar Klamotten, die wir theoretisch ein bisschen reparieren könnten. Unsere Rehlederhose zum Beispiel, aber die können wir erstmal auseinandernehmen. Wo wir dann gerade dabei sind, kann ich das eigentlich gerade mal zeigen. Wo sind wir hier jetzt genau? Hier ist die Werkbank. Wir hatten, glaube ich, noch eine falsche Schublade. Eine... Rehlederhaut da, jawohl. Dann kann ich euch gerade mal zeigen.
Die Hose ist da jetzt schon relativ beschädigt. Und wenn wir die reparieren wollen, fehlt uns natürlich getrockneter Darm. Das heißt, wir gehen in die Schublade hier nochmal rein, holen uns da nochmal Derms raus. So. Und zum Reparieren dieser selbstgefertigten Dinge braucht man halt auch immer diese spezifischen Utensilien, wie jetzt hier bei der Rehlederhose, die Rehhaut. So, 30% Reparaturumfang, 1 Stunde 40 Minuten dauert das Ganze, das machen wir gerade mal eben. Weil die Rehlederhose natürlich auch wirklich sensationell ist von den Werten her. Und somit sind wir jetzt hier schon bei plus 21 Grad. Und rein theoretisch könnte man den Wolfspelzmantel jetzt auch nochmal reparieren. Haben wir noch einen Wolfspelzmantel? Ach ja, guck mal. Ihr seht, ich habe ein bisschen gejagt. Da brauchen wir wahrscheinlich auch nochmal einen Darm für. So. Stunde 44 Minuten. Ist okay. Okay, wir sind ein bisschen erschöpft. Das macht aber nichts. So. Und jetzt sieht man, ne, plus 7, plus 5, plus 4, plus 3, plus 4, plus 2. Gut, dies hat plus 3, plus 3 insgesamt. Nur da fehlen jetzt 3%. Das ist aber nicht so schlimm. Und wenn wir jetzt mal gucken, plus 23 Grad, plus 16 Grad, das ist schon sehr, sehr gut. Das sind sehr hervorragende Werte. Generell müsst ihr bei den Klamotten beachten, sie nutzen sich ab, je öfter ihr durch die Wildnis lauft, und wetterabhängig auch, wenn ihr draußen übernachten müsst, wenn ihr gegen Tiere kämpft, nutzen sich diese Klamotten relativ schnell ab. Im Normalfall, wenn ihr in geschlossenen Räumen schlaft und ganz normal einfach nur ein bisschen durch ganz gutes Wetter läuft, halten die Dinger ewig. Ansonsten müsst ihr schauen, dass ihr immer ein bisschen Vorrat von den entsprechenden Zutaten habt, um ja, die Sachen einfach reparieren zu können im Notfall. So, ich hau mir aber gerade hier mal was zu essen rein. Und was zu trinken. So, aber das soll es uns eigentlich schon nicht mehr interessieren. Das war's im Prinzip mit den Rehlederstiefeln und diesem Tutorial. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Kommentar unten drunter. Wenn ihr glaubt, ich habe was vergessen, schreibt mir das auch in die Kommentare. Und ansonsten lasst mir gerne ein Däumchen und ein Abo da. Und dann sehen wir uns im nächsten Tutorial von The Long Dark wieder. Bis dahin. Ciao.